Was geht, meine lieben Damen und Herren? Willkommen zum neuen YouTube-Video von mir. Mein Name ist Freddy und heute soll es um Operation Overlord, den Einzelspieler-Modus in World of Tanks, der noch bis zum 7. Juli diesen Jahres läuft, gehen. In diesem Modus gibt es zwei verschiedene Spielmodis, einmal den einfachen und einmal den fortgeschrittenen bzw. schweren Spielmodus. Und da ich jetzt gerade wieder zurück aus den USA gekommen bin und diesen Modus das allererste Mal erst jetzt spielen konnte und bisher die wenigsten Leute anscheinend den wirklich schweren Spielmodus und alle seine Aufträge abgeschlossen haben, wollte ich euch an der Stelle gerne zeigen, wie man diesen Modus erfolgreich spielt. Also dementsprechend lehnt euch zurück, verfolgt das Video aufmerksam. Wichtig ist natürlich, dass ihr meine Tipps befolgt und das macht, so wie ich es mache. Vorweg, natürlich ist es trotzdem immer noch nicht einfach und auch ich brauchte 2, 3 Versuche, bis ich dann das so hinbekommen habe, wie ich es in diesem Video jetzt euch zeigen möchte. Aber ich bin mir sicher, mit einer Stunde eurer Zeit werdet ihr das genauso wie ich schaffen. Das Ganze werde ich jetzt in einer Form des Replays halten, damit ich quasi immer anhalten kann und euch auch Sachen anzeigen kann, aufzeigen kann und zudem auch im Video im Nachhinein noch Stellen bearbeiten kann. Ihr startet also in die Operation Overlord rein und landet hier auf dem Strand der Normandie. Das erste, was ihr tun müsst, wenn jetzt das Gefecht losgeht, ist die S-Taste gedrückt halten bzw. dreimal F. Das werde ich jetzt hier auch tun und das liegt daran, dass die verschiedenen Türme bzw. Bunker, die hier oben im Bereich der Karte liegen, euch sonst aufklären. Also ist das erste, was ihr tut, wie ich jetzt auch gerade, erstmal den Rückwärtsgang einlegen, bis ihr hier diese Anzeige bekommt, dass ihr kurz vor dem Ertrinken seid. Da der Strand hier nicht sonderlich stark abfällt und das Wasser nicht super schnell tief wird, ertrinkt ihr auch nicht sofort und könnt euch nun in diesem Bereich hier aufhalten und hier den ersten Teil des Gefechtes spielen. Stellt dann euren Panzer seitlich, so könnt ihr leichter den Artillerieschlägen, die in der Zukunft gleich kommen werden, ausweichen. Nun geht ihr ins Zielfernrohr und schießt dreimal hintereinander auf den ersten Küstenbunker. Ich empfehle sehr, auch dahin zu schießen, wo ich jetzt hinziele, nämlich an die Stelle obendrauf, denn das ist einfach der größte Weakspot des Bunkers und damit trefft ihr am wahrscheinlichsten. Natürlich werdet ihr nicht alle 3 Schüsse hintereinander treffen oder es ist sehr unwahrscheinlich, denn die Kanone ist sehr ungenau und das ist ein Ziel auf sehr weiter Distanz. Everyone, be careful. We've got mines all around us here. They're picking us off one by one. Head for the cliffs. It's suicide standing out in the open like sitting ducks. Damn it, mines. Ihr könnt nun so lange auf die Bunkeranlage schießen, bis ihr das allererste Mal den Artitracer über euch seht. Die Fähigkeit quasi zu sehen, dass Artillerie auf euch schießt. Ihr habt also ungefähr ein 30 Sekunden Zeitfenster, bis der erste Artischuss auf euch kommt. Und dann ist es sehr zu empfehlen, aus dem Zielfernrohr raus, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt hier gerade mache, rauszugehen und einfach aus dem Kreis herauszufahren. Und erst dann wieder ins Zielfernrohr hineinzugehen und weiterzuschießen. Dementsprechend, weil ich es jetzt hier falsch mache, nehme ich sofort 150 Schaden, werde es aber jetzt ändern und genauso wie ich es jetzt hier mache, ihr fahrt immer aus dem Zielfernrohr, aus diesem Kreis raus und zielt dann wieder ein und schießt weiter. Haltet hier einfach wirklich einfach auf den ersten Bunker, der ist am nächsten dran und der ist auch am leichtesten zu treffen. Ihr könnt, wenn ihr schon ein bisschen mehr gemacht habt, auch ungefähr 3 bis 4 Sekunden einfach vorwärts oder rückwärts fahren und werdet dann nach und nach immer wieder aus dem Artistrike rausfahren können, ohne dass ihr jetzt wirklich jedes Mal aus dem Zielfernrohr raus müsst. Als nächstes ist es wichtig zu sagen, dass ihr insgesamt 3-mal auf jeden Bunker schießen müsst, bevor diese Artillerie bzw. eure Schiffe auf die Bunkeranlagen schießen werden. Und ihr müsst euch hier einfach nur darauf konzentrieren, hin und her zu fahren, gerne mal einen Schuss versuchen unterzubringen, aber es ist wichtiger, dass ihr insgesamt die Bunkeranlage trefft, damit euer Schiff da drauf schießt und dann ist halt gut. Dazu kommt noch, dass ich euch sehr empfehle, einfach wirklich immer vor und zurück zu fahren, dass ihr quasi eigentlich an derselben Stelle die ganze Zeit bleibt, insgesamt jedenfalls über die Zeit gerechnet, weil gleich der nächste Schritt kommt und dafür ist es sehr zu empfehlen, einfach wirklich fast dastehen zu bleiben, wo ihr gespawnt seid. Und der nächste Zeitpunkt ist nämlich dieser, dass jetzt die Sherman Crab spawnt, ein Fahrzeug, was für euch die Minen legen soll.
Und weil ihr ja jetzt gerade im Wassertief wart, spawnt er quasi vor euch und ihr habt nun die Möglichkeit, die Sherman Crab vorzudrücken bzw. vorzuschieben in die Minen hinein. Genauso wie ich das jetzt hier auch machen werde. Ab dem Zeitpunkt, ab dem, wie ihr hier sehen könnt, die Sherman Crab bzw. dieser Minenräumpanzer den Bereich erreicht hat, wo die Minen liegen, verändert sich hier die rote Zone und ihr könnt hier rechts an ihm einfach vorbeiziehen und weiter vorfahren. Fahrt nun, ganz wichtig, hier an meiner Position rechts durch die Panzer sperren durch oder an ihnen vorbei und zielt hier oben auf den Baum. Denn ihr werdet gleich sehen, dass ein Fahrzeug dort spawnt und ihr, genau wie ich jetzt, euren ersten Schuss machen könnt, bevor er überhaupt bereit ist. Das spart euch ein bisschen Zeit, vielleicht 3 bis 4 Sekunden, die am Ende des Tages wichtig sein können. Arbeitet dann hier über die Hügelkuppe, so wie ich das jetzt auch mache. Und wenn ihr hier 1 oder 2 Schüsse Schaden nehmt, ist das kein Weltuntergang. Natürlich ist es aber besser, dass ihr hier keinen Schaden nehmt. Als nächstes, nachdem ihr den Panzer zerstört habt, wollt ihr euch um den Küstenbunker kümmern. Dieser hat wieder einen Panzerturm oben auf dem Dach des Bunkers drauf sitzen und dementsprechend könnt ihr da auch wieder einfach hinschießen. Das ist mit Abstand das leichteste zu treffende Ziel und achtet hier ganz doll darauf, dass ihr nicht zu weit rausfahrt. Ihr müsst halt wirklich gerade nur über diese Schräge bzw. Hügelkuppe, Hügelschräge hin rüber gucken, sodass ihr ihn treffen könnt, den Küstenbunker. Dann kann er euch sehr, sehr schwer treffen. Sobald ihr den Küstenbunker dann dreimal getroffen habt, triggert ihr automatisch einen Airstrike, könnt euch dementsprechend also wieder zurückziehen und 5 Sekunden warten, bis der Bunker automatisch zerstört wird. Als nächstes, nachdem der Bunker nun zerstört wird, werden euch 2 bis 3 gegnerische Panzerkampfwagens, 4 Jodeln, euch überrennen wollen. Und dementsprechend ist es hier ganz wichtig, dass ihr nicht zu weit nun die Auffahrt hochfahrt, weil sonst werdet ihr viel Schaden nehmen, sondern haltet euch hier rechts und dann werdet ihr gleich sehen, was passiert. Das ist nun also der Moment, wo ihr euch wieder zurückfallen lasst und den anderen Bots bzw. Teammates die Chance geben wollt, auch auf diese gegnerischen Panzerkampfwagen 4 zu schießen, damit sie einfach schneller sterben. Deswegen fahrt hier jetzt einfach rückwärts, genauso wie ich das mache, und fokust einen nach dem anderen raus. Ja, zieht euch hier wirklich runter, so dass ihr keinen unnötigen Schaden nehmt. Und damit sie schön hier auf den anderen Typen schießen als auf euch. Als nächstes drückt ihr dann die 4, beziehungsweise ich habe das jetzt umgelegt, habe das auf der Maus 4, das ist aber unwichtig. Drückt ihr auf jeden Fall euren Arti-Strike und setzt den jetzt, schaut genau, wo ich ihn hinsetze, nicht auf den Berg, sondern hinter den Berg. Dementsprechend müsst ihr hier ein bisschen wieder hochfahren, wie ich das jetzt auch tue, und dann setzt ihr den. Und dann solltet ihr jetzt hier im Optimalfall, genauso wie ich es jetzt auch tun werde, den Stug 3G, der da quasi spawnt, und den Panzerkampfwagen 4H, der da auch hintersteht, erwischen. So könnt ihr quasi also blind 2 gegnerische Fahrzeuge rausstriken und müsst die gar nicht bekämpfen. Und ihr spart natürlich eine Menge Zeit, weil ihr da nicht reinfahren müsst. Als nächstes fahrt ihr nun hier die Hügelkuppe hoch und könnt hier eigentlich relativ schnell und einfach den Panzerkampfwagen 4H angehen. Vielleicht wollt ihr euch links von dem Lieutenant Arthur halten, damit ihr den als Schutz benutzen könnt. Und dann schießt ihr einfach den Panzerkampfwagen 4 da weg. Im Zweifelfall nehmt ihr einen Schuss Schaden, aber das ist in Ordnung. Solange ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt noch um und bei 600 bis 500 AP habt, reicht das. Nutzt jetzt den wieder aufgeladenen Airstrike, um den Küstenbunker hier zu zerstören, und gleichzeitig fahrt ihr genauso wie ich es jetzt hier tue, quasi in der Luftlinie direkt an diesen Stein heran. Setzt den Airstrike auf den Küstenbunker und fahrt hier langsam nun an den Stein heran, um dann wieder dasselbe zu tun wie gerade eben mit dem
Bunker, ihr fahrt wieder über die Hügelkuppe und habt hier dann die Chance, die Stuk 3A zu beschießen, ohne dass sie an euch rankommt. Fahrt da nur nicht zu weit raus. Fahrt wirklich nur so weit raus, dass ihr gerade diese Ecke hier, die ich auch beschieße, seht und dann ist gut. Irgendwann dreht er sich dann vielleicht, weil eure Teammates von unten kommen und dann könnt ihr ihn einfach umrunden und ihm vorbeifahren und euch dann als nächstes hier diagonal zu dieser Hügelkuppe bewegen, beziehungsweise zu diesen Steinen. Denn gleich wird eine nächste Stuk vor euch aufkommen, die ist genau hier, fährt hier gleich um die Ecke und dann seid ihr bereit und müsst nicht unbedingt Schaden nehmen, wenn die euch pusht. Diese Stuk schießt jedes Mal einmal und fährt dann wieder weg oder versucht vor euch zu flüchten. Dementsprechend habt da keine Angst, die bleibt nicht einfach stehen. Die bleibt erst stehen, wenn sie hier hinter den Steinen angekommen ist und da solltet ihr sie vorher einfangen. Nun als nächstes wollt ihr diese beiden Fahrzeuge und den Küstenbunker zusammenstriken. Das geht ganz gut. Achtet darauf einfach darauf, dass der Jagdpanther und der Küstenbunker beide rot umrandet sind. Dann trefft ihr beide, die stehen wirklich nahe einander und die kann man gut treffen. Dann kommen wir zu einem der wichtigsten und wahrscheinlich größten Abkürzungen, die man im Spiel machen kann. Und das ist folgendes. Man muss nicht hier unten entlangfahren, wie es angezeigt wird, sondern man kann auch hier quasi hochfahren und dann den Weg abkürzen und zum Jagdpanther und zweiten Küstenbunker fahren, beziehungsweise zum zweiten Jagdpanther und Küstenbunker. So beschaltet man nämlich einen weiteren Strike frei, bevor man hier diese Ecke bekämpfen muss und kann dann einfach mit dem zweiten Strike einfach viel schneller vorankommen, als das, wenn man hier erst bekämpfen würde und dann hochfahren würde. Achtet nun also darauf, dass ihr euch hier ein bisschen links haltet und mit Geschwindigkeit hier um die Ecke kommt und dann könnt ihr hier links von den Steinen, ich zeichne es euch jetzt einmal ein, dann könnt ihr euch ja wie gesagt links von den Steinen halten, von diesen unteren Steinen, fahrt hier hoch und dann einfach in einem geraden Weg hier zum Baum und zu den Büschen hoch, indem ihr immer abwechselnd die A- und die D-Taste drückt, immer in so 21, 22, 23, 24, in dem Abstand und gleichzeitig die W-Taste natürlich gedrückt halten. Und dann schafft ihr es hier hochzukommen, den Jagdpanther und den Küstenbunker quasi zu erreichen. Wenn ihr das nicht schafft, ist es aber kein Weltuntergang, dann kämpft ihr einfach ganz normal und bekämpft die einfach ganz normal. Nun bleibe ich hier einfach stehen und warte halt darauf, dass mein Airstrike wieder aufgeladen ist, damit ich den Küstenbunker und den Jagdpanther gleichzeitig striken kann. Airstrike aufgeladen, kurz Zeit gelassen, ob der Strike passt, dann jetzt nicht in den Jagdpanther reinfahren, sondern kurz warten, dass der Jagdpanther stirbt und dann können wir weiter. Und wie ihr sehen könnt, lädt sich jetzt hier der zweite Strike auf und dieser hat halt eben nur 10 Sekunden Cooldown und damit kann ich jetzt hier sofort den nächsten Küstenbunker rausnehmen und kann mich, beziehungsweise muss mich erst jetzt um die beiden Panzerkampfwagen 4Hs kümmern. Der nächste Schritt ist nun, dass ihr euch entlang dieses Minenfeldes hier rechts haltet, um den zweiten Küstenbunker, den mit 10.000 HP zu erreichen und hier wollt ihr bis dahin beide Strikes aufgeladen haben. Es kann euch passieren, dass auf dem Weg hierhin euch eine Stuk begegnet, bekämpft diese kurz und dann wollt ihr beide Strikes auf den 10.000 HP Küstenbunker setzen, damit ihr euren dritten Strike freischaltet, bevor man es eigentlich tun würde. All das spart euch halt unglaublich viel Zeit und führt dazu, dass ihr halt schneller die Gegner bekämpfen könnt und schneller mehr Schaden machen könnt. Küstenbunker wurde also jetzt zerstört. Die Panzerkampfwagen 4Hs könnt ihr hier bequem mit eurer Gun Depression rausarbeiten, ohne irgendwelche größeren Probleme. Und danach solltet ihr euch nun aber daran halten, zurückzufahren, wieder zurück von da, wo ihr eigentlich kommt. Denn hier werden gleich sehr viele Gegner spawnen und diese wollt ihr natürlich nicht auf euch ziehen, denn ihr wollt natürlich nicht sterben und ihr wollt so lange wie möglich am Leben bleiben, damit ihr die Chance habt, das Ding in 15 Minuten zu regeln. Haltet euch hier also niedrig und macht nicht das, was ich hier mache, weil dann verliert ihr nämlich unnötig HP. Und dann fahrt ihr jetzt einfach weiter, setzt hier den Strike, fahrt hier wieder links weiter und setzt den nächsten Strike auf die Stuk. Und danach habt ihr die Möglichkeit, immer von diesen Häusern aus hier die Gegner zu bekämpfen.
Nun, wo ihr alle Gegner hier in der Mitte zerstört habt, landet ihr in der letzten Stage des Spielmodus. Und das ist die Stage, wo die Panther euch pushen kommen und sehr, sehr große Mengen an Gegnern auf euch herauffahren und euch beschädigen bzw. killen wollen. Haltet euch hier nun links und fahrt hier rüber an diese Ecke dieser Erhöhung oder dieser Hügellinie. Von hier aus könnt ihr nämlich die erste Gruppe der spawnenden Panzerkampfwagen in 4Hs abfangen und sie in ihrer Anfahrt sehr leicht beschießen. Die Panzerkampfwagen 4Hs schießen in der Anfahrt, glaube ich, außer Fahrt, werden aber auf jeden Fall erst quasi ins Spiel hineinfinden und sich dann frei bewegen. Sie sind quasi gezwungen, erst hineinzufahren ins Spiel und euch nicht direkt zu pushen. So habt ihr also hier die Möglichkeit, ganz gemütlich die Gegner hier raus zu snipen, immer wieder quasi einen Schuss in die Gegner abgeben. Ihr könnt hier eure Strikes verwenden, müsst sie aber nicht verwenden, denn die 4Hs sind auch ohne Strikes absolut entspannt killbar. Wenn ihr das nun geschafft habt, könnt ihr so ähnlich wie ich es jetzt hier auch machen, einfach kurz hier hochfahren, einen nach dem anderen rauspicken. Achtet nur darauf, dass die Kanonen euch nicht anschauen. Wenn die 4Hs auf euch zielen, wollt ihr natürlich nicht unnötig Schaden nehmen, denn ihr wollt jeden HP, den ihr behalten könnt, behalten, damit, wenn ihr einen Fehler macht, ihr nicht sofort drauf geht. Setzt nun hier, genauso wie ich es mache, einige eure Airstrikes, damit ihr vielleicht ein oder zwei Panther, die in der Anfahrt sind, abfangt. Lasst euch hier aber ein bisschen mehr Zeit vielleicht, als ich es getan habe, dann habt ihr auch die Chance, die Panther zu erwischen. Ich habe hier, glaube ich, einfach 4 bis 5 Sekunden die Strikes zu früh gesetzt. Macht das nun aber einfach weiter, wie ich es jetzt hier auch tue, und dann erwischt ihr nach und nach einen der Panther. Tut euch aber selber nicht den Gefallen, oder tut euch selber den Gefallen und fangt nicht an zu versuchen, auf die Panther großartig zu schießen, besonders nicht auf die ersten, denn die sind hier wirklich gut und dran, euch zu killen, wenn ihr hier größere Fehler macht, und genau das wollt ihr halt verhindern. Genau das hier zum Beispiel, ich stehe jetzt oben drauf und bin beschießbar und sofort geht er halt auch auf mich. Achtet auch immer auf die HP eurer beiden Bot-Teammates oder eurer 3 Bot-Teammates, die immer wieder nachspawnen, aber es ist halt hier wichtig, dass ihr quasi, ja, nicht auf einmal alleine dasteht. Dementsprechend haltet euch hier wirklich, wie ich es tue, hinter den Hügellinien und sniped dann einfach ein bisschen vorsichtig ab und zu auf die Gegner. Fokust hier immer die Panzerkampfwagen 4Hs heraus und lasst die Panther erstmal stehen, denn es ist nun mal einfach so, dass die Panther viel länger zum Zerstören brauchen und ihr die Panther eigentlich immer mit Airstrikes vernichten wollt. Sobald die Panther dann ungefähr die Mitte des Spiels erreichen, beziehungsweise die Mitte der bekämpften Zone, könnt ihr wieder auf eure Airstrikes zurückgreifen und dann wirklich auch das Ding vollsetzen. Schön, dass die Airstrikes quasi alles voll gesteckt sind, damit ihr hier die Panther schnell und einfach mit den Airstrikes herausnehmen könnt, die euch pushen. Und so habt ihr nun die letzten beiden Panther nur noch über. Oder vielleicht sogar seid ihr schon noch schneller gewesen als ich und ihr seid noch bei gemütlichen 2 Minuten über. Das bedeutet, ihr habt noch viel, viel Zeit, um eure Airstrikes wieder aufzuladen und einen nach dem anderen Panther rauszunehmen. Das genau tue ich jetzt hier, schieße den einen Panther hier runter, weil der sich immer schön seitlich stellt. Hab hier jetzt quasi einfach nur die gespiegelte Position eingenommen, aus der ich gerade eben gespielt habe, und nun fahrt ihr halt quasi wirklich einfach auf den letzten Panther rauf, versucht hier natürlich so anzufahren, dass er nicht gleich auf euch schießt oder etwas braucht, und dann geht's los und ihr setzt halt einfach alle Airstrikes, die ihr habt, genauso wie ich es jetzt hier auch tue, schön nebeneinander in einem Bereich, dass sich der Panther, egal wo er sich hinbewegt, von den Airstrikes umgeben ist, und so habt ihr es dann gewonnen innerhalb von 13 Minuten und 30 Sekunden. Das Wichtigste kommt natürlich wie immer zum Schluss für alle Leute, die ein bisschen länger, die sich das Video komplett angeschaut haben, nämlich, dass ich euch sehr empfehle, falls ihr es nicht schaffen solltet, beide Aufträge, die beiden schwersten Aufträge auf einmal zu beenden, dass ihr erst die 15 Minuten und dass die euch das Ziel setzt, das Ganze in unter 15 Minuten zu schaffen mit Respawns, denn am Ende des Tages ist das dann etwas entspannter, wenn man auch sterben darf und man kann ein bisschen aggressiver seine HP investieren und auch einfach mehr Schaden machen, weil man halt die ganze Zeit im Bereich so ist, dass man die Gegner striken kann, anders wie ich es euch jetzt gezeigt habe, und dann erst
das auf ganz sicher spielt und euch quasi an den Positionen langhangelt, die ich euch gezeigt habe. Entscheidet das aber für euch. Ich kann euch natürlich, dadurch, dass ich euch das gezeigt habe, sagen, dass es auch beides auf einmal machbar ist, ohne Probleme. Aber es ist bestimmt einfacher, wenn ihr genauso spielt, wie ich es getan habe und dann quasi im Gefecht bleibt, wenn ihr es in unter 15 Minuten schaffen wollt und dann etwas ruhiger und viel zurückhaltender spielt und auch sofort restartet, wenn ihr innerhalb der ersten 3 Minuten, ersten 5 Minuten Schaden nehmt. So ist es halt natürlich wahrscheinlich viel einfacher für euch, diese beiden Missionen zu schaffen. Insgesamt denke ich aber, dass es in einer Stunde, wenn man sich ein bisschen hinsetzt und konzentriert, gut machbar ist und für 450.000 Credits und 15.000 Free XP auch auf jeden Fall lohnt. Das soll es an der Stelle von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video sehr gut gefallen und ich hoffe sehr, dass euch meine Tipps geholfen haben. Wenn dem so ist, schreibt auf jeden Fall gerne einen Kommentar darüber. Schreibt auf jeden Fall auch gerne einen Kommentar, ob ich vielleicht noch eine Sache vergessen habe. Und ansonsten, ihr Lieben, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny.